Allein in Brandenburg. Am 3. Januar 2021 fuhr ich über zugeschneite Autobahnen in eine brandenburgische Kleinstadt im Landkreis Havelland, um mich dort vor dem Virus zu verstecken. Ich bewohnte ein kleines Haus mit großem Garten, das mir durch glückliche Verbindungen kostenlos zur Verfügung stand. Dort blieb ich mit kurzen Unterbrechungen bis Mitte Mai. Aus einem sozial umtriebigen Bühnenkünstler im besten Alter, mit Wohnsitzen in Berlin-Friedrichshain und dem Frankfurter Nordend, der die Großstadt und asiatisches Takeaway-Essen liebt, war zwangsweise ein Landbewohner geworden, der allen Menschen misstraut, den ganzen Tag Jogginghosen trägt und nur aus dem Haus geht, wenn es unbedingt sein muss. Kurz gesagt, auch nicht einfach. Hier 8 Punkte aus meinem Leben als unfreiwilliger Havelländer. 1. Der größte Unterschied zur Stadt ist wahrscheinlich dieser. Es gibt hier keine Menschen. Also es gibt sie schon, aber man sieht sie nicht. Brandenburger sind ein bisschen wie Tausendfüßer. Sie verstecken sich, wenn man Licht anmacht. Sie haben 2 natürliche Habitate, die sie ungern verlassen. Ihr Haus und ihr Auto. Die einzige Möglichkeit, einen Havelländer in freier Wildbahn zu beobachten, ist, ihn auf dem Weg vom Haus zum Auto abzupassen. Dafür hat man allerdings höchstens 10 Sekunden Zeit. Die Haustür geht auf, der Brandenburger geht mit hochgezogenen Schultern und in geduckter Haltung zügig zu seinem Kfz, das in der Einfahrt möglichst nah an der Haustür steht, steigt ein und fährt weg. Niemand weiß, wohin. 2. Ähnliches gilt auch für Kinder. Meine Nachbarin hat angeblich welche, jedenfalls behauptete sie das, als ich sie auf dem Weg vom Auto in ihr Haus abpasste und ihr einen Smalltalk aufzwang. Auch sieht ihr Grundstück deutlich nach Familie aus. Im Garten steht ein Trampolin, in der Einfahrt liegt Spielzeug herum, an der Gartenpforte hängt ein Namensschild, das offensichtlich von einem Kind in einer Betreuungseinrichtung unter Zwang getöpfert wurde. Ich habe diese Kinder allerdings noch nie gesehen. In 4 Monaten nicht. 3. Die Kleinstadt zählt zwar nur 40.000 Einwohner, hat aber große Ähnlichkeiten mit Los Angeles, zum Beispiel in der Bevölkerungsdichte. Weil sie fast ausschließlich aus Einfamilienhäusern mit Gärten besteht, ist sie sehr weitläufig. Wie in L.A. kommt der Bus nur einmal in der Stunde und wird nur von gesellschaftlichen Underdogs ohne Mitbestimmungsrecht benutzt, zum Beispiel von Schülern. Folglich sieht man hier auch keine Fußgänger. Es gibt nur 3 Gründe, warum man hier überhaupt zu Fuß unterwegs sein sollte. Erstens, man führt den Hund Gassi. Zweitens, man joggt. Drittens, man ist gerade Opfer eines Raubüberfalls geworden. Weitere Ähnlichkeiten mit L.A. Es gibt eine Ausfallstraße mit Autowaschanlagen, Baumarkt, Schnellrestaurants und Gebrauchtwagenhändlern. Und es gibt hier viele große Parkplätze mit angeschlossenen Supermärkten und Textildiscountern. Unterschiede zu L.A. Das Wetter hier ist schlechter und die Menschen sind eindeutig hässlicher. 4. Es ist hier unglaublich ruhig. Es gibt keinen Durchgangsverkehr, keine Bahnlinie in der Nähe und die in Berlin allpräsenten Rufe "Ey!" oder "Alter!" hört man hier nie. Durch die ewige Stille wird man bald paranoid. Wenn ich nach Sonnenuntergang ein Geräusch höre, denke ich "Fuck, ist ja einer auf dem Grundstück?" und greife zum Schürhaken, der immer griffbereit neben meinem Bett liegt. Eines Abends standen 4 junge Männer vor meinem Grundstück um ihr Auto herum und rauchten. Was mir in Berlin vollkommen egal wäre, hat mich hier in leichte Panik versetzt. Ich beendete mein Telefongespräch, machte alle Lichter im Haus an und stellte mich mit dem Schürhaken in der Hand in die geöffnete Haustür. Ich weiß nicht, wer ihr seid und was ihr hier zu suchen habt, dachte ich, aber das hier ist mein Haus und ich bin bereit, es zu verteidigen. 5. Durch die absolute Ruhe ist meine Toleranz für anstrengende Musik deutlich gestiegen. Ich habe in den letzten Monaten so viel Death Metal gehört wie seit meiner Jugend nicht mehr. Anspieltipp: Arch Enemy, The Race. 6. Man muss hier Sachen im Auge behalten, die in der Großstadt völlig egal sind, zum Beispiel den Müllkalender. Die Tonnen werden im zweiwöchentlichen Rhythmus abgeholt und man muss sie selbst an den Straßenrand stellen. Hat man das vergessen, hat man ein Problem, denn der sich stapelnde Müll am Gartenzaun zieht nicht nur Waschbären und Iltisse an, sondern auch mosernde Rentner. Guck dir diesen Birr an, giftet eine Rentnerin, die vorne meinem Grundstück vorbeigeht. Der hat schon wieder seinen Müll nicht vor die Tür gestellt. Erschießen, sah ich, sagt ihr Mann. Gleich erschießen, so Leute. Zum anderen die Abwassergrube. Das Haus ist nicht an die Kanalisation angeschlossen und wochenlang hatte ich diese Tatsache ignoriert, bis ich eines Tages im Garten stand und dachte, was stinkt denn hier so gotterbärmlich?
Nach kurzem Suchen stellte ich fest, dass unter einer Betonabdeckung eine heitere Mischung aus Fäkalien und Spülwasser hervorsuppte und auf der Wiese einen kleinen Tümpel bildete. Jetzt, im Frühling, zahlt sich meine diesbezügliche Schnarchnasigkeit allerdings botanisch aus, denn da, wo die Brühe stand, wächst das Gras nun dichter und grüner als an anderen Stellen. 7. Die Stadt steht zwar in keinem Architekturführer, bietet aber endlosen Spaß für Architekturfreunde. Nicht unbedingt auf einer Ebene der geistigen Anregung, sondern eher so, wie Filmwissenschaftler Spaß an Filmen wie Im Land der Raketenwürmer oder Dirndljag am Kilimandscharo haben. Dabei hebt ein unverkrampfter Umgang mit sehr unterschiedlichen Stilelementen die Ästhetik des Eigenheims auf eine neue Ebene. Ich habe weiß verklinkerte Neubauten gesehen, deren trockene deutsche Sachlichkeit durch umlaufende italienische Balustraden kontrastiert wurde. Ich habe graue DDR-Bauten gesehen, vor deren Eingang der Besitzer ein weißes Vordach mit ionischen Säulen gesetzt hat. Man findet hier toskanische Villen, schwedische Holzhäuser, amerikanische Holzhäuser, niedersächsische Bauernhäuser und sehr beliebt ist es auch, sich neben das Haus eine Garage im gleichen Stil wie das Haupthaus zu bauen. Wahrscheinlich haben diese Leute im Garten eine noch kleinere Version des Haupthauses, die als Hundehütte genutzt wird. Stundenlang bin ich mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren und habe Häuser fotografiert, weil ich es nicht glauben konnte. Man muss dabei allerdings recht vorsichtig sein. Bei fast einem Viertel der Häuser ging die Haustür auf und ein Mann mit einem Schürhaken kam heraus. 8. Nach 6 Wochen fuhr ich zum ersten Mal wieder für ein paar Stunden zurück nach Berlin. Kaum hatte ich die Stadtgrenze überquert, stieg meine Laune. Ich sah Menschen auf der Straße, sie riefen »Ey« und »Alter« wie früher. Ich hörte Verkehrslärm und sah Fußgänger, Menschen, die in kleinen Wohnungen ohne Balkon wohnen und kein Auto besitzen, Menschen, die ihre Kinder in der Öffentlichkeit herzeigen, als wäre es das Normalste der Welt, Menschen, denen Müll an der Grundstücksgrenze überhaupt nichts ausmacht. Ein paar Stunden lang erledigte ich, was es zu erledigen gab und fuhr zurück. Am Abend war ich wieder im Havelland. Ich saß vor meinem Haus mit Garten, vor meinem Kaminofen, draußen absolute Ruhe. Ich hörte Arch Enemy und dachte, schon schön hier, aber ich bin ja doch eigentlich eher ein Stadtmensch. Liebe Freundinnen und Freunde der Lesebühne Ihres Vertrauens, ich habe euch ein Lied mitgebracht. Es ist ein schönes Lied, es ist ja beschwingt und fröhlich. Aber nicht nur. Aber höret selbst. Du musst immer so viel schrecklich leiden. An dir, an mir und natürlich an uns beiden. Dein Leben, ja, das ist das reinste Jammertal. Ich schau dich an und da weiß ich ja, wenn mal. Das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Schon von außen betrachtet ist es nicht schön, doch es ist nicht mein Problem. Du wälzt dich rum, schlaflos in den Nächten, fühlst dich überwacht von fremden Mächten. Sie wollen dich quälen, lenken und auch impfen. Darum hört man dich immer zu nur schimpfen. Doch das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Schon von außen betrachtet ist dein Unglück zu sehen, doch es ist nicht mein Problem. Wer spielt heute bei Bayern mit? Wie hoch ist das Defizit? Mein Reitpferd hat eine Wunde, die jetzt eitert. Wo bleibt denn da das Niveau?
wie geht's dem Aktiendepot? Und wer weiß, welche Postleitzahl die Mongolei hat? Doch manchmal, da schau ich mich in den Spiegel. Und was ich da seh, davon wird mir übel. Dieses Antlitz, das lässt sich nicht verschlimmern. Doch dann kommt die Erkenntnis, das braucht mich gar nicht kümmern. Das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Nein, dieses Gesicht müssen andere sehen. Das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Nicht mein Problem. Mein Mundgeruch ist nicht zu überleben, aber nicht mein Problem. Meine Anwesenheit ist allen unangenehm. Naja, nicht mein Problem. Meine Ostinstrumenten sind ziemlich extrem und nicht mein Problem. Mein Gesang schmerzt dich bis in die Zähne. Nicht mein Problem. Wir hatten uns zum Essen verabredet. Seit Wochen schon versuche ich, dich zu überreden. Ich bin eigentlich nicht dein Typ. Du stehst mehr auf den Intellektuellen. Aber ich kann das auch. Ich habe mich vorbereitet. Hab die letzten Wochen genau zugehört. Hab die Bücher gelesen, die du mir empfohlen hast. Und jetzt sitzt du mir gegenüber und deine Augen strahlen, während du mir erzählst, die Wahrheit oder Gott ist nicht nur existent und wirklich, sondern das im eigentlichen Sinne Existierende und Wirkliche. Die vergänglichen, endlichen Dinge hingegen sind nicht das wahrhaft eigentlich Seiende, eben weil sie vergehen und ein Ende haben. Und ich versuche, dir in die Augen zu schauen, versuche, deinem Gedanken zu folgen, aber da ist was Schleimiges auf deinem Kinn und ich weiß nicht, was es ist. Wir hatten Salat. Was ist das da auf deinem Kinn? Es ist nicht trocken, nicht staubig, es ist schleimig. Wenn ich dir ins Gesicht fassen würde, würde es vielleicht verschmieren. Es glänzt. Vielleicht ist es nicht schleimig. Vielleicht ist es nur feucht. Hat es sich bewegt? Ich glaube, es hat sich bewegt. Und ob ich das auch so sehe, fragst du plötzlich. Du schaust mich an. Ich fasse mir selbst ans Kinn und mache eine wegwischende Geste. Du neigst den Kopf. Wie ich dazu stünde, fragst du mich. Ich sehe das ganz ähnlich wie du. Du seufzt. Ich schaue mich um. Du hast etwas Schleimiges am Kinn. Wie ich denn zur gendergerechten Sprache stünde? Wie ich den Nahostkonflikt sehe und strukturellen Rassismus? Ob ich glaube, dass Joe Biden Amerika verändert? Ob die Grünen die Wahl gewinnen? Ob es eine große soziale Versöhnung geben muss und wer soll das anfangen? Ob Satire alles darf
und ob es im Internet zu laut sei, ob Solidarität nur ein leeres Wort sei, ob Wachstum ein veraltetes Konzept sei, ob ich die neue Platte von McCartney gehört habe, ob die Kirchen verschwinden und ob ich Angst davor hätte, was stattdessen auf uns zukomme. Ob die neue Rechte nur ein kurzes Aufbäumen gegen den gesellschaftlichen Wandel ist oder ob wir in 15 Jahren alle in einem totalitären Staat leben. Wie sich die Medien verändern werden, fragst du mich. Und ob sich die Parteien neu erfinden müssen. Ob ich künstliche Intelligenz als Chance oder als Gefahr begreife. Oder beides. Ob der Naturwissenschaftsunterricht besser werden muss und ob man aufhören darf, in der Schule Gedichte zu lesen. Ob ich etwas tue für die Welt, die ich haben will, oder ob ich nur zuschauen würde, jetzt, wo sich alles verändert. Und ich hätte doch bestimmt eine Meinung zu alledem. Aber da ist etwas Schleimiges auf deinem Kinn. Und ich kann jetzt an nichts anderes mehr denken.